Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch meine Douglas Box of Beauty aus dem Monat Juni 2013. Und zwar kam die auch wieder hier in dieser Box. So sieht die aus. Hier vorne hat die so eine Pappschublade, das heißt man kann die aufeinander stapeln und ja, wie so eine Schublade benutzen. Dann waren die Produkte nochmal in so einer winzig kleinen Douglas-Tüte, die habe ich jetzt allerdings schon ja, weggeschmissen. Das heißt, die Produkte liegen hier bei mir so drin und ich zeige euch jetzt nach und nach, was ich mir ausgewählt habe. Ich fange an mit dem Hauptprodukt und zwar ist das ja immer vorgegeben für jeden Monat, das heißt, da hat man keine freie Wahl. Ich muss aber sagen, das hat mir sehr gut gefallen dieses Mal und zwar ist das ein ja, Nagelöl, sage ich mal. Das pflegt die Nagelhaut und sorgt gleichzeitig dafür, dass der Nagellack, den man aufgetragen hat, sofort trocknet. So sieht er aus. Ist von der Firma Mavalla, kommt aus der Schweiz. So, und zwar sind da 10 Milliliter drin. Ich schaue euch mal eben, ob ich euch auch hier diesen Flakon zeigen kann. So sieht das aus. Also das ist ein ölhaltiger Nagellacktrockner, der gleichzeitig eben die Nagelhaut verwöhnt. Und der ist auch aufzutragen hier mit so einem kleinen Pinsel, das heißt wie so ein normaler Nagellack auch. Habe ich jetzt vorher noch nie Erfahrung mit gemacht, das heißt ich habe so ein Produkt noch nie gehabt. Ich bin da sehr gespannt drauf, wie ich damit zurechtkomme und ob der wirklich so schnell trocknet. Ich werde euch das auf jeden Fall im Aufgebraucht oder vielleicht auch in einem Review-Video ja, beschreiben. Dann habe ich mir ausgesucht ein Duschgel und zwar liebe ich ja immer Duschgels, die zu Parfüms passen. Und da habe ich mir ausgesucht das hier von Hugo Boss. Und zwar ist das Deep Red Duschgel. Das ist eine schöne Größe, das sind 50 Milliliter. Und ich muss sagen, das hatte ich noch nicht, aber mir gefällt der Duft sehr gut. Also ich liebe ja Hugo Boss auch und Escada. Der ist nicht so süß, also normalerweise habe ich ja immer so ein Faible für süße Parfüms, aber der ist eher so ein bisschen herb. Riecht eigentlich so ein bisschen auch mehr nach einem Männerparfüm. Schau ich mal eben. Steht aber nicht drauf. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass Hugo Red wäre für Frauen. Aber es riecht eigentlich eher wie ein Männerparfüm. Aber dennoch, ich bin da ja nicht fies vor. Ich benutze ja auch dann das für Männer schon mal ganz gern. Von daher finde ich das ein sehr schönes Produkt. Dann habe ich mal ausgesucht ein Haarprodukt. Und zwar ist es von John Frieda. Ein Ansatzbooster. Und zwar ist der für feines Haar geeignet. Ich habe jetzt eigentlich nicht so feines Haar, aber ich denke, dass ich den trotzdem ja, gut nutzen kann. Der verspricht Volumen. Da sind drin 25 Milliliter. Genau, und ist aus dieser Luxurious Volume Serie. Finde ich ganz niedlich. Also wirklich so einen kleinen Sprüher. Ist natürlich auch ideal für die Handtasche. Ich weiß gar nicht, ob der ins feuchte Haar oder auch ins trockene Haar gegeben werden soll. Steht jetzt aber auch hier auch nicht drauf. Müsste ich mich mal schlau machen. Such mal eben hier, da ist noch so ein Klebezettelchen drauf. Auf Handtuch trockenes Haar sollte man das sprühen, um extra Volumen zu erhalten. Okay, gut. So, dann habe ich mir ausgesucht, wieder ein Duschgel. Und zwar diesmal von Naomi Campbell ist das eins. Heißt Queen of Gold und da sind 50 Milliliter drin. Ich habe relativ viele auch von der Naomi Campbell, so von diesen Drogeriedüften. Allerdings das Queen of Gold habe ich noch nicht, deshalb habe ich mich da auch sehr gefreut. Und da sind ja, 50 Milliliter drin. Der Duft ist auf jeden Fall süßer als jetzt der vom Hugo Boss. Und finde ich auch sehr schön. Also es gibt kaum auch, oder es gibt selten Parfüms, die mir nicht gefallen. Ne? Oder zumindest ein Duschgel, das stört mich nicht ganz so, wenn der Duft jetzt nicht so 100% zu meinem Geschmack passt. Aber das finde ich auch wirklich ja, super, da habe ich mich sehr gefreut. Und das letzte, was ich mir ausgesucht habe, ist ja, so ein Produktset von Kiehl's. Da habe ich jetzt auch noch gar keine Erfahrung mit gemacht. Ich habe das nur schon mal öfters gelesen in so Beauty-Gruppen, dass die Sachen da sehr empfohlen werden. Und zwar schaue ich mal eben. Das ist eine Bodylotion. So sieht sie aus. Da sind drin 30 Milliliter.
Der ist, glaube ich, relativ geruchsneutral. Ich swatche euch das mal eben auf der Hand. Ja, also der riecht, hat kaum Geruch eigentlich. Wirklich nur so nach so ein bisschen Creme. Und er soll eben für extrem trockene oder auch Mischhaut geeignet sein. Der ist hergestellt in Amerika, made in USA. Finde ich auch nicht schlecht mal zum Testen. Also die Größe ist auch natürlich gut. Und dann habe ich hier noch den Dark Spot Solution. Das ist, glaube ich, wie so ein, ich weiß nicht, ob das so ein Gel ist, so ist das verpackt. Wie so eine Parfümprobe im Prinzip. Hier drin ist dieser Flakon. Den kann man mit so einer Pipette auftragen. Und dann muss ich erstmal schauen, ob ich das wirklich gebrauchen kann. Enthalten sind hier 4 Milliliter. Und der soll, glaube ich, so ein bisschen gegen Altersflecken sein. Muss ich mich aber auch noch mal informieren. Also da hatte ich jetzt auch noch keine Erfahrung mit. Dann ist ja immer mit dabei dieser 10% Gutschein, damit man sich alle Produkte aus der Box noch mal nachkaufen kann und eben noch mal diese 10% spart. So sieht er aus. Und dann war es das auch schon. Also das, ja, nervenaufreibend ist halt immer nur bei der Box of Beauty, dass man eben in der Nacht vom Montag auf Dienstag um 3 Uhr am PC sein muss, um die besten Proben zu ergattern. Ich habe es diesmal nicht geschafft. Ich habe komplett verschlafen, war erst um 6 Uhr am PC. Und somit war die Parfümprobe von Armani, glaube ich, war es diesmal schon vergriffen. Genauso wie die Art Deco-Lidschatten. Aber das ist jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Also ich sammle zwar Parfüms, aber jetzt nicht unbedingt Parfüm-Miniaturen. Den Armani-Duft kenne ich nicht, das heißt, ich weiß nicht, was mir entgangen ist. Ja, und die Art Deco-Lidschatten habe ich eigentlich bisher auch noch keinen. Das heißt, ja, da ist jetzt nicht so schade, dass ich das nicht bekommen habe. Ich bin trotzdem sehr zufrieden mit der Auswahl. Insgesamt gab es, glaube ich, um die 11 Produkte. Und ich denke, ich habe vier ganz gute gefunden. Allein diese beiden Duftduschgele gefallen mir schon sehr gut. Das Haarprodukt, wie gesagt, muss ich testen. Und auch diese Produkte von Kiehl's muss ich erst testen, um euch da Näheres mitzuteilen. Überrascht bin ich wirklich von diesem Hauptprodukt. Das ist eben dieses Nagelöl bzw. dieser Nagellacktrockner. Und da werde ich euch eben auch, wie versprochen, berichten in der nächsten Review, ja, wie ich damit so klarkomme und ob sich das lohnt zu holen. Das war es auch schon wieder mit meiner Box of Beauty, mit meinen ja, Lieblingsprodukten oder mit meiner Lieblingsbox von Douglas. Und ja, ich bin gespannt zu sehen, was ihr euch ausgesucht habt, wie ihr euch die Produkte gefallen. Bis dahin. Tschüss!